Heute möchte ich mit euch über den Rückruf sprechen. Das ist eines der wichtigsten Kommandos, das eure Hunde lernen müssen. Hunde, die gehorchen, können viel mehr Freiheiten genießen. Und auch ihr könnt bei Spaziergängen viel entspannter sein. Daher müssen wir unseren Hunden das schon früh beibringen und immer wieder neu mit ihnen üben. Zunächst solltest du überlegen, in welcher Umgebung dein Hund möglichst wenig abgelenkt ist, damit das Training erfolgreich durchgeführt werden kann. Wir beginnen damit, den Namen des Hundes zu sagen, aber auch immer das Kommando zu geben. In meinem Fall also Nando zu mir. Ganz wichtig ist, der Name ist nicht der Befehl, also rufe ich nicht nur Nando, sondern immer das, was er machen soll. Kommt dein Hund dann angelaufen, streckst du die Hand aus, dein Hund berührt sie mit der Schnauze und bekommt ein Leckerchen. Damit sich dein Hund wieder von dir entfernt, hilft es beispielsweise, ein Leckerchen zu werfen. Sobald er es geholt hat, rufst du den Namen in Kombination mit deinem Rückrufbefehl. Ob du komm, hier, zu mir oder sowas rufst, ist deine Entscheidung. Gut sind kurze Befehle mit deutlichen Lauten. Im Idealfall rennt dein Hund dann zu dir zurück und berührt deine Hand mit seiner Nase. Ob du mit einem Spielzeug oder mit Leckerchen belohnen möchtest, hängt ganz von dir und von deinem Hund ab. Aber eine Belohnung ist sehr wichtig und auch die zeitnahe Belohnung, damit dein Hund das mit seiner Tat verbinden kann. Im nächsten Schritt kannst du deinem Hund im Park oder im Wald an einer langen Leine führen. Am besten eignet sich eine Trainingsleine mit Geschirr. Wenn sich dein Hund dem Ende der Leine nähert, könnt ihr vorsichtig drauftreten, damit er sich umdreht. Dafür wird er dann direkt belohnt. Oder du setzt gleich das Kommando ein und belohnst ihn, wenn er zu deiner Hand zurückkommt. Wenn das sicher klappt, könnt ihr eine längere Leine verwenden oder sie einfach ganz weglassen. Hunde lernen übrigens ganz, ganz schnell, dass sie nicht länger spielen dürfen, wenn ihr sie zurückruft und anleint. Deshalb könnt ihr sie auch mit einer zusätzlichen Spielzeit belohnen. Ihr ruft sie vom Spielen zurück, belohnt sie und lasst sie dann noch ein wenig weiter toben.